Ein verschwundenes Brautkleid löst jetzt den nächsten Einsatz von Polizeioberkommissar Jan Tönnissen und Polizeikommissarin Katja Wolf aus. 1131 für Egon. Egon für den 1131 kommt. Fahrt mal in die Marktstraße 32 zu der Wäscherei. Da hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Da ist auch schon scheinbar Blut geflossen. 1131, verstanden. Beim Eintreffen der Polizisten ist der Streit zwischen der Besitzerin der Reinigung und dem Kunden noch in vollem Gange. Für die Polizisten ist zunächst unklar, wer Täter und wer Opfer ist. Oh ja, man hört schon. Ach so, geht das mal auf jetzt. Guck mal, schon auf der Beobachtung. Jetzt ist Feierabend. Guck mal an, das ist unglaublich. Hallo. So, Moment. Müssen Sie sich hier so anschreien oder können wir normal kommunizieren? Kann, so? Kann mal eine Furie bitte einsperren? Sie kommen in den Laden gestürmt. Der Mann hat keinen Abholbe. Was ist denn passiert hier? Was ist denn hier überhaupt los? Wir sind ja gerade eben erst gekommen. Das haben Sie versaut. Ja, ich. Was haben Sie am Kopf da? Der Mann hatte das alte Brautkleid seiner Mutter in die Reinigung gegeben. Seine Verlobte sollte es bei seiner eigenen Hochzeit tragen. Als die Angestellte ihm ein falsches Kleid aushändigte, durchsuchte er die Reinigung. Das führte zum Streit. Ich wollte doch nur mein Kleid machen. Sie haben meinen ganzen Laden zerwüstet. Ja. Also, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt mal hier rein und mal ganz ruhig jetzt hier, ne? Sie haben doch nicht von Abholbaum mitgebracht. Das ist ja Unverschämtheit. Auf Befragen der Inhaberin, warum sie die Person niedergeschlagen habe, antwortete diese, ja, dass der da den ganzen Laden irgendwie auf links gedreht hätte und wild rumgefuchtelt hätte, irgendwelche Kleider durcheinander gemacht hätte. Danach sah es jetzt nach unserem ersten Augenscheinnahmen nicht aus. Und insofern war das natürlich auch vollkommen unbegründet. Wie ist das passiert? Kann das sein? Ich hab auf die Kleid geguckt. Mit einmal merke ich nur, wie ich irgendwas auf den Hinterkopf kriege von der Verrückten. Die hat geschrien wie eine Furie. Im Krankenwagen? Nein, ich brauch keinen Arzt. Wie gesagt, ich möchte erst mal mein Kleid haben, weil das hat sehr hohen Wert für mich. Das hat meiner Mutter gehört, etc. Ich habe das hier abgegeben, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja, okay, also kann verstanden. Man von so einem Laden ja wohl auch erwarten, dass man das Kleid wiederkriegt. Gut, haben wir soweit verstanden. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir damit umgehen. Ja, ja, auch jedes Mal gerade eben gerne. Sie bleiben jetzt mal ruhig. Entschuldigung. Wie kommt denn das Bügeleisen hier hin? Ich habe mich verteidigt, geschützt. Ah, okay. Da habe ich angegriffen und dann habe ich ihn wahrscheinlich getroffen. Aber vielleicht hat er sich auch hier in den Kopf gestoßen. Ja. Beim Rausrennen. Wahrscheinlich ganz genau haben sie mich getroffen. Das ist unfassbar. Die Polizisten müssen den Verbleib des Brautkleids ermitteln. Von dem Geschädigten und seiner Verlobten erhalten sie zwar mehr Informationen, doch belegen können die beiden ihre Aussage nicht. Wann haben sie denn das Kleid hier abgegeben? Ich habe es vor ein paar Tagen hier abgegeben und ich hatte nichts Böses im Sinn. Ich dachte, ich komme hier hin und hole das Kleid ab. Wie es sich haben Sie denn auch so einen Abholschein? Den bekommt man ja normalerweise. Den hab ich, ich hab den, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich bin, was das angeht, nicht so der. Aber das ist doch egal. Ich konnte mir die Nummer merken. Ich habe die Nummer gesagt. Ja, aber gesagt. Dann könnte man ja noch mal schauen. Haben Sie einen Bon dabei oder? Normalerweise tut man sowas doch in seine Geldbörse, oder? Stefan ist momentan ein bisschen durch den Wind. Wir sind total im Hochzeitsstress. Der Bräutigam kann den Abholschein nicht finden. Er erinnert sich aber genau an die Kennnummer, denn die stimmte mit dem Geburtsdatum seines Vaters überein. Ich habe keine Ahnung, ich muss noch mal genau gucken, ich weiß es nicht. Können Sie das Kleid denn zumindest beschreiben, wie das Kleid ausgesehen hat? Wie hat das Kleid ausgesehen? Das ist ein Hochzeitskleid, wie ein Hochzeitskleid halt aussieht. Das weiß. Ist schon ein besonderes Kleid. Es ist, wenn ich sehe, es ist von meiner Mutter und ich kann Haben Sie denn vielleicht ein Bild davon? Ich kann Ihnen garantieren, wenn ich sehen würde, würde ich es sofort erkennen. Und es war da auf jeden Fall nicht dabei. Und das geht gar nicht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ein Foto irgendwie vielleicht von der Hochzeit noch oder so, wenn es von ihrer Mutter ist, haben sie aber auch nicht. Leider nicht. Also jetzt hier wir auf jeden jetzt Fall mit nicht. Inhaberin, mit der Angestellten. Ja. Ist ja nicht einfach spurlos so verschwunden, so ein Hochzeitskleid. Also das haben Sie da irgendwie eine passiert. Erklärung zu? Ich meine, so ein Hochzeitskleid, Nein. Dass es vielleicht irgendwie jemand anders abgeholt hat oder also so? Also in den 20 Jahren, wo mir die Wäscherei gehört, ist noch nie Ware abhandengekommen. Der Kunde bekommt einen Bon, der als Gegenstück kommt an das Kleid. Das wird gereinigt. Der Kunde kommt mit dem Bon, kriegt die Ware ausgehändigt. Die Bons kommen in den Mülleimer. Und Sie waren die letzten Tage auch die ganze Zeit da? Nein, ich war zwei Tage nicht da. Nein, meine Mitarbeiterin war die letzten zwei Tage da. Dann hätte ich jetzt gerne mal die Dame dazu interviewt, weil Sie sind die ganze Zeit still, sagen zu dem ganzen Vorgang gar nichts. Ich meine, Sie arbeiten ja schließlich hier drin. Können Sie sich da mal zu äußern? Also ich kann mich schon erinnern, dass eine Frau gekommen ist und die hat mir den Abholschein gegeben und dann habe ich ihr das Kleid mitgegeben. Können Sie denn die Dame beschreiben, die das Kleid abgeholt hat? Ja, sie war etwas größer wie ich, hatte blonde Haare. Wie alt ungefähr? Ungefähr mein Alter. Okay. Mehr kann ich mich nicht erinnern.
Fällt Ihnen dazu irgendwas ein? Irgendeine Bekannte, Trauzeugin, Schwester oder so, die Sie da vielleicht irgendwie überraschen wollte oder sowas? Eine Ahnung von dem Kleid hier. Oder Ihre Mutter? Svenja. Svenja ist? Warum Svenja? Scheiße, wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Ich voll. Wer ist denn jetzt Svenja? Svenja ist seine Ex-Freundin. Ich war vor ein paar Tagen bei Svenja, bei meiner Ex-Freundin. Okay. Das ist eine kranke Verrückte, die einfach nicht einsehen kann, dass wir beiden heiraten wollen. Und da waren Sie vor ein paar Tagen. Idiot, habt ihr das erzählt? Ey, das ist nicht wahr. Wir haben den jungen Mann ja dann gebeten, dass er seine Ex-Freundin anruft und halt einfach unter dem Vorbehalt, dass er hier Hilfe braucht in der Wäscherei. Ich hätte mir vorstellen können, wenn ich jetzt der Ex-Freundin erzählt hätte, hier, hör mal, du bist hier der Beschuldigte einer Straftat wegen irgendeinem Brautkleid, da sind irgendwelche Zettel weggekommen und wir beschuldigen dich da, dann wird sie wahrscheinlich einen Teufel tun und die Örtlichkeit aufsuchen. Insofern haben wir da taktisch klug gehandelt. Ich traue der Frau alles zu. Die Frau ist verrückt, die hat in der Vergangenheit Sachen gemacht, das ist unglaublich. Also ich habe meine Jacke da hängen gehabt, vielleicht hat sie den Abholschein rausgenommen, vielleicht hat sie irgendwas gesucht. Wie gesagt, die Frau, die ist zu allem fähig. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir vielleicht noch mal reingehen und da vielleicht noch mal nachgucken? Ich meine, gucken Sie doch noch mal. Ja, Mülleimer, da kommen die ganzen Bons rein. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es geht um sehr viel. Das ist ja unheimlich wertvoll. Noch ist nicht erwiesen, ob die Reinigung das Kleid herausgegeben hat. Zur Klärung suchen die Polizisten nach dem Abholschein mit der Nummer, die ihnen der Geschädigte nennen konnte. Also ist hier nicht bei. Nein. Haben wir nicht, okay. Ist eine andere Nummer. Haben wir das auch schon mal geklärt? Hier oben liegt noch einer, da ist er auch nicht, okay? Na gut. Dann kann es nur Svenja sein, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich traue der Frau alles zu. Aber Sie sind sicher, Sie haben den Zettel nicht. Da würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal raus, weil hier ist ziemlich eng und laut. Ich glaube, die ist da. Ist einer draußen? Ja. Guten Tag. Sind Sie zufällig die Svenja? Ja. Okay. So, können Sie mir irgendwas zu einem Abholschein sagen, von einem Brautkleid oder so? Haben Sie da irgendwie einen Gedanken dran? Svenja, ohne Scheiß, gib den Zettel. Das ist ja Ihr Ex-Freund, ne? Gib den Zettel her. Was ist los mit dir? Was für ein Zettel? Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Es geht um das Kleid. Du weißt, Mann, ohne du bist. Es geht nicht anders. Du musstest. Ich war vor ein paar Tagen bei dir. Das weißt du. Ich hab dir das erzählt mit dem Brautkleid. Ich hab dir erzählt, dass wir heiraten. Ich hab dir erzählt, wie wichtig mir das ist. Und ich weiß ganz genau, das ist mir dass schon du klar, ein Problem damit hast, weil wir heiraten wollen. Sei doch einfach ehrlich. Aber ich habe keinen Zettel. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Hast du keinen Respekt davor? Das ist meine Mutter. Das gehörte meiner Mutter. Wovon sprichst du denn so überhaupt? Respekt? Ja, ja. Also ich sag jetzt mal so, die Dame wirkt ja jetzt auf mich erstmal ziemlich glaubwürdig. Sie macht jetzt für mich nicht den Anschein, ja, als ob sie irgendeinen Zettel oder so entwendet hätte. Wollen Sie nicht vielleicht doch noch mal Ihre Sachen durchgucken, bevor wir jetzt hier irgendjemand anderes beschuldigen? Genau. Manchmal hat man ihn vielleicht gedacht, man tut ihn in die linke, hat ihn aber in der rechten Tasche. So in der Innentasche. Innentasche oder sonstiges. Hier haben Sie auch noch jede Menge Taschen. Du warst gestern noch bei mir und jetzt beschuldigst du mich, ich habe deinen Zettel geklaut. Das ist ein Geldschein. Ja, und der Abholschein. Ja, und was ist das? Ich hab dir doch gesagt, ich hab deinen Schein nicht. Ach, das ist der Abholschein, aber ne? Hauptsache mich beschuldigen. Ja, Katja, ganz kurz. Wenn Sie jetzt einen Abholschein haben, ne? Das passt nicht oder das zusammen. Kleid trotzdem nicht mehr da ist, ne? Dann passt halt irgendwie nicht zusammen, oder? Kann sein, dass Sie sich da vertan haben, dass Sie ein falsches Kleidungsstück rausgegeben haben zu einem anderen Abholschein. Was hast du denn da rausgegeben? Ohne Scheiß, das hilft mir jetzt alles zu viel. Moment mal! Komm mal her, junge Frau. Seltsam, ne? Du bleibst jetzt mal schön hier. Was wird Ihnen zu viel? Die ganze Zeit halten Sie sich geschlossen und jetzt auf einmal wird es zu viel. Was denn genau? Ja, eine Freundin von mir hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der ein Brautkleid zu verkaufen hat. Und dann haben Sie sich gedacht, ja, das von dem Kunden, das könnte ich ja verkaufen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mensch, an den jetzt erzähl. Was hast du mit dem Kleid gemacht? Guck dir mal den Schaden an, was du damit ausgelöst hast. Na, ich verdiene hier so wenig und dann habe ich das halt einfach als Chance genutzt. Mein Gott, was für eine dumme Ausrede. Wärst du vielleicht verkauft? Mal zu mir gekommen vorher? Sind Sie kurz wir versuchen das ja gerade mal aufzuschlüsseln hier, ne? Für 200 Euro. Für 200 Euro? Und an wen? Ist das eine Freundin von Ihnen? Eine Bekannte. Und wie heißt Daria Knauf. Okay. Haben Sie von der irgendwie eine Nummer oder so, dass Sie die mal anrufen können? Ich kann die mal anrufen. Ja. Das wäre gut. Für die Beamten ist der Einsatz erst beendet, wenn das Brautkleid wieder da ist. Beim Warten auf die Käuferin klären Sie die Mitarbeiterin der Reinigung über die Konsequenzen ihrer Tat auf. Macht mal so nicht. Sie sagen ja, Sie verdienen hier zu wenig, ne? Jetzt haben Sie aber hier eine Straftat begangen. Mhm. Da geht eine Strafanzeige mit einher. Sie haben die Kosten zu tragen, ja? Und da wird jetzt im Endeffekt noch mehr auf Sie zukommen.
dass sie von den 200 Euro gar nichts haben. Ihre Chefin steht hier. Wenn sie Pech haben, dürfen sie hier noch nicht mal mehr weiterarbeiten. Mhm. Also der Schuss ist mal richtig nach hinten losgegangen. Das müssen, ne? Sie dann sehen, was sie daraus machen, ne, bezüglich. Ja, du machst hier keine Karriere. Guck dir mal die Kunden an. Also es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen auch dazu sagen, ihr Verhalten ist aber hier auch nicht richtig gewesen, ne? Nee. Also vorbildlich war das auch nicht. Hin oder her, aber jemandem hier ein Bügeleisen an der Hirse zu hauen, das geht gar nicht. Wenn wir das Ganze jetzt hier abschließend zusammenfassen, dann haben wir hier verschiedene Straftaten, die im Raum stehen. Zum einen haben wir natürlich die gefährliche Körperverletzung. Die Inhaberin von der Wäscherei hat hier mit einem Bügeleisen dem jungen Mann an den Hinterkopf geschlagen. Er hat auch eine Verletzung und durch die Benutzung des Bügeleisens geht man hier von einer gefährlichen Körperverletzung aus. Dann haben wir natürlich auch bei der Mitarbeiterin hier noch eine Straftat, die im Raum steht. Und zwar ist das hier der Straftatbestand der Unterschlagung. Diebstahl ist es nicht. Es bestand bei ihr keine Aneignungsabsicht. Von daher, sie hat sich das Kleid zu eigen gemacht, um es dann weiter zu verkaufen. Also beide haben hier mit einer Anzeige zu rechnen. Einmal wegen gefährlicher Körperverletzung und einmal wegen Unterschlagung. Ich glaube, Sie brauchen jetzt nicht weiter hier. Trotzdem schönen Dank, dass Sie uns da unterstützt und geholfen haben. Genau. Wir dürfen dann jetzt auch wieder nach Hause. Da ich eine Entschuldigung von euch nicht erwarten kann, viel Spaß bei eurer tollen Hochzeit. Mach's gut. Ach, guck mal, ich glaube, da kommt auch schon was, das Kleid, oder? Gott sei Dank. Die Besitzerin der Reinigung wird wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Ihre Mitarbeiterin muss sich wegen Unterschlagung verantworten. Für den Bräutigam bleibt es bei einer Verwarnung.